Herzlich willkommen aus dem Stadio Cornaredo in Lugano, wo es heute Abend heisst. FC Lugano, Grasshopper Club Zürich, 31. Runde am 29. April, 8:30 Abpfiff. Mit der rechten Seite, dann verliert man da schon wieder den Böhle. Ja, wieder viele, viele kleine Ungenauigkeiten, aber auch da auf der Lugano-Seite, Giotto Morandi, jetzt wieder den Böhle. Ah, der Pusic hat da zu lang geworden, hätte wahrscheinlich einen Steil in den Lauf spielen. Probiert es jetzt aber direkt mit einem wunderschönen Abschluss auf die rechte Seite. Der Goli hat da, glaube ich, den Finger nicht mehr dran gehabt. Er ist dann auch im Aussennetz gelandet. So. Lugano direkt Gegenzug. Riesenpass in den Lauf vom Amuro. Der zieht ab und schießt an der linken Seite vom Goal vorbei. Beziehungsweise wieder Pusic vorne auf der anderen Seite, auf die gleiche Netzseite. Ja, da, der Moreira eigentlich nicht in Gefahr gewesen, aber das nicht. Spielt hier jetzt der Bölle wieder auf die rechte Seite aus Espinosa. Mit dem Bölle in die Mitte. Und lässt den Luganese durch den Tropfen. Und ja, dann steht es da 1:0 in Lugano. Lucas Amura schießt das Goal. Aber, pardon, es war der Ali Seda, der das Goal geschossen hat. Aber auch da sehr, sehr schlecht verteidigt von GC. Wirklich wieder in so einem Pass in die Mitte, wo man da eigentlich ankommen lässt. Ja, das ist natürlich bitter, aber irgendwie am Spielstand auch, also die Spielweise entsprechen, muss man das fairerweise sagen, Lugano. Böhle kommt richtig mit, Peti Pusic macht sich bereit für die kurze Anspielstation. Uiuiui, da kommt der Böhle auf die Hinterlinie, doch der Böhle kommt nochmal hin. Oh, und der Böhle geht an die Latte! Das Geldschi im Demaschein köpft dann nach einem Kopfball zurück in 16er. Köpfte der Ball aus kürzester Distanz an die Unterlatte. Ja, das hätte ein Unentschieden sein können. Eieiei, aber jetzt Lugano da wieder im Kleinen verliert. Hier jetzt der Böhle gibt da, glaube ich, wieder einen Feldpfiff. Böhle, ja, jetzt ist er auf der linken Seite wieder durch. Lucas Amuro jetzt da im 1-1 gegen Thomas Ribeiro. Das Laufduell hat er schon verloren. Jetzt wieder allein vor dem Goalie und schlänzt da der Böhle am rechten Pfosten einen halben Meter vorbei. Ja, jetzt ist Glück für GC, dass da nur 1-0 steht, weil es wäre nämlich auch noch ein zweiter. Spielt sich für die kurze Distanz an, nimmt aber jetzt den Viti, der zweite Pfosten, aber dort ist der Korni. Aber GC bringt den Böhle nochmal ins Goal, aber... Ah doch, der Schiedsrichter gibt das Goal, wunderschön. Das Geld im Demaschei. Stolpert da der Böhle irgendwie wieder rein. Aber ich glaube, es war ein riesen Goalie-Fehler. Amir Saipi springt da an dem Böhle vorbei. Man kann es kaum glauben, was da passiert ist. Ich bin völlig baff gewesen. Der Saipi kommt raus, springt am Böhle vorbei. Im Hintergrund ist irgendwie... Ist da richtig 16? Oh, da kommt von hinten wunderschön der Lucas Amuro anspringen, der ohne Probleme da an allen GC-Spielern vorbei kann, geht den Böhle reinnicken. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man das Spiel jetzt irgendwie die letzten 10-15 Minuten vielleicht eher so auf seine Seite können drücken, dass man da jetzt das 2:1 bekommt, nach 60 Minuten. Und der ist ja auch nicht der grösste Spieler, also ja, das Kopfballduell hätte man natürlich nicht müssen verlieren. Verliert jetzt wieder den Böhle und jetzt wieder der schnelle Amura wieder Richtung 16er. Und dort in der Mitte ist eigentlich nur noch ein Luganese-Spieler, aber der Amura macht das allein. Schiebt da ein zum 3:1 in Lugano. 64 Minuten gespielt. Man hat sich da wirklich sehr amateurhaft auskontern lassen. Ach, es tut im Herzen weh, das Ganze so zu sehen. Aber ach, das darf man natürlich nicht so zulassen. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz schlecht gespielt wieder von der GC-Verteidigung. Lugano ist sogar mit zwei Spielern eigentlich auf unser Goal gelaufen. In der Mitte wäre auch noch... Frank Lugano schon mit der nächsten Welle. Linke Seite. Aliceda. Doppelpass. Jetzt im 16er drin. Bringt den Böhle nochmal zurück. Und ja, dann haben wir da den frischen gewechselten Can Djelar, der zum 4:2 einschiebt, ohne wirklich gross in Bedenknis geraten zu sein. Ja, jetzt geht sie aber da wirklich nicht auf der Höhe gewesen wie den letzten drei Goal, wenn man das so sagen darf. Ja, so einfach darf man sich einfach nicht ausspielen lassen. Das ist wirklich, ja.
Der auf der Heirisi. Heirisi jetzt eine sehr offensive Position gesehen, seinen Verteidiger jetzt auf der rechten Seite. Lugano bringt da den Böllen rein und der schiebt ihn zum 5-2 ohne Problem wieder rausgelaufen worden. Ja, nein, das darf natürlich dann nicht passieren, so etwas. Man lässt sich da wirklich wieder eiskalt auskontern. Aliceda, der schon das 1-0 gemacht hat, schießt auch noch zum 5-2 sein. Ja, es ist ein Abend zum Vergessen hier in Lugano. Dann wahrscheinlich, wenn es nicht geht, sich an rausköpfen. Genau, also Heirisi kann jetzt noch mal klären und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab in Lugano. Ja, diesen Samstagabend haben wir uns alle anders gewünscht. Wir haben alle wollen Richtung Europa schauen. Jetzt müssen wir halt wieder der Realität ins Auge schauen. Müssen wir jetzt halt wieder über den Kampf die nächsten Spiele gewinnen.